Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Allerdings wieder nicht alleine, sondern mit Selfie Sandra. Woo! Was ist heute für ein Tag? Der Montag, der... Und da ist immer... Dein Mann, der mit Luca! Ehre. Das heutige Video wird übrigens wieder freudigerweise unterstützt von Google Play. Denn im Rahmen der Play-On-Kampagne haben die gesagt, Luca, such dir irgendein Spiel aus und spiel das einfach jeden Montag. Chicken Scream! Bei dem Spiel, Sandra, du siehst es hier schon, geht es darum, dass wir ein kleines Hühnchen sind. Und dieses Hühnchen... muss einen Hindernisparcours langlaufen. Wir klicken hier jetzt einfach mal auf Classic und du siehst hier schon die Steuerung. Talk or sing to make the chicken walk und scream to make the chicken jump. Das heißt, du steuerst das Ding mit deiner Stimme. Ich muss jetzt quasi singen, damit das Hühnchen läuft und ich muss schreien, damit es springt. Springt, okay. Musik jetzt mal aus und mein allererster richtiger Run kommt jetzt. Alle meine... Ich hab's schon wieder nicht geschafft. Wie kannst du denn? Warum bin ich denn jetzt tot? Wie konntest du denn so weit kommen überhaupt? Weil ich bin die Schrei- und Sängermaschine, die beste aus der ganzen Welt. Genau. Mein nächster Run, Sandra. Du hattest vorhin den Score 4. 4. Was heißt, das gilt es für mich zu schlagen? Alle meine... Edge! Digga! Ja, Junge, du kannst es einfach nicht. Ich hab schon im letzten Spiel gewonnen. Stimmt, du hast ja bei Stadtlandfluss letzte Woche auch schon gewonnen. Punkte! Ja! Das Ding ist, das Spiel sieht halt sau einfach aus, aber der checkt halt meinen Gesang nicht. Ja, weil er sich auch... Ich meine, ihr könnt euch das Spiel ja selbst noch runterladen. Hier oben ist es verlinkt, aber... So, jetzt bin ich dran. Sandra läuft jetzt. Da, 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 da. Nein! Du hast Score wieder! Zwei! Hä, ich muss doch mal besser werden als null! Bei dir ist die Taktik, du redest erst ganz leise. Und auf einmal, wenn ich springen will, und dann schreist du. Ja. Okay, dann mach ich das jetzt auch mal. Also wie bereits gesagt, ihr könnt hier... Oh, da bin ich dazwischen reden. Verloren. Sorry, ich wollte nicht dazwischen reden. Boah, irgendwann... Also, die Stimme geht schon so ein bisschen safe, rauf, Alter, ne? Ich musste gerade auch übel husten. Ihr findet hier oben auf jeden Fall eine Infocard eingeblendet. Da könnt ihr irgendwo auf so ein i draufklicken. Darüber könnt ihr euch das Spiel auch runterladen. Oder es gibt auch einen Link unten in der Infobox. Da könnt ihr euch das Spiel auch runterladen. Dann könnt ihr uns ja gerne auch euren Score mal unten in die Kommentare schreiben. Das Spiel ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Ja, auf jeden. Ich würde sagen, jeder von uns macht noch eben zwei Runden. Ja. Und kann den anderen dann versuchen, nochmal zu besiegen. Also gerade bin ich ja auf jeden Fall noch auf Platz 1 und ich glaube, das wird sich heute auch nicht mehr ändern. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Alle meine Äschen schützen! Direkt auf das Ding drauf. Wir haben ein neues Chicken. Wir haben ein Kamikaze-Chicken jetzt. Also ich spiele jetzt nochmal meinen letzten Run hier mit dem Kamikaze-Chicken. Das heißt, es ist für mich die letzte Chance, Sandras Score zu knacken. Ja. Eine Runde. Na, okay. Egal, ich hab trotzdem gewonnen. Zwei. Ich hab da gerade gleich irgendwann keine Stimme mehr. Okay. Ich bin voll am Schwitzen. Das ist anstrengender, als man denkt. Also, du hast deine Mobile Mondays Brille gar nicht auf, Sandra. Ja, schnell, hier, bam. Wir sind ja bei Mobile Mondays mit Luca. Allerdings jetzt nicht mehr, meine Damen und Herren, denn an der Stelle würden Sandra und ich das heutige Video auch beenden. Wenn euch Chicken Scream mit Sandra und Luca gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch. Unter dem in die Kommentare. Das genau. Und ladet euch das Spiel runter und spielt das auf jeden Fall aus, weil es ist schwieriger als gedacht. Ja. Wir befinden uns jetzt allerdings auch hier in der Endcard, meine lieben Freunde. Über Sandras Gesicht ist wie immer die Endcard eingeblendet. Das heißt, da findet ihr gerade das Logo von Chicken Scream. Da könnt ihr gerne draufklicken und euch das Spiel direkt runterladen. Und wie bereits gesagt, uns gerne hier unten in die Kommentare schreiben, was euer Score ist. Das Spiel ist nicht so leicht, wie man denkt. Also wenn ihr mehr als 5 schafft, also besser als Sandra, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und hier ist auch das letzte Video verlinkt.
Also, ciao.